This night requires songs on earth. Three words, a quiet afternoon. Hi, liebe Leute, herzlich willkommen bei Jackknife auf dem Kanal. Ich bin hier draußen und habe gedacht, so, boah, ich hatte keine Lust. 36 Grad und du gehst hier kaputt. Du fühlst dich wie so eine Echse, die irgendwo rumgammelt und vor sich hin dürrt. Und es ist aber Mittwoch und ich muss was tun. Ich muss euch mal eben wieder ein Video hochpumpen, damit ihr was zu gucken habt. Das ist ja nun auch Tradition. Zwei Videos die Woche, das ist Arbeit, da muss man ran. Aber heute will ich euch was zeigen, was Besonderes. Und da mache ich mal so. Ja, Leute, Messer. Die Sache endet nicht. Im Moment haben wir so eine kleine Stagnation, was Lieferketten angeht. Wir sind hier deutlich im Verzug, beziehungsweise es gibt eben nicht mehr alles zu kaufen. Das merken ganz viele Messerhändler. Es werden auch nur sicher einige Messerhändler werden die Segel streichen, weil es einfach keinen Nachschub gibt, keine Ware gibt. Und mit diesem keine Ware zu haben, werden einige Läden auch aus Dürren, wie wir hier gerade bei der Hitze. Klingenreich, ja, Klingenreich. Die Firma Klingenreich wird es weitergeben. Die sind einfach zu breit aufgestellt mit Cool Steel als Nebensparte. Das ist nur so ein kleiner Bereich. Sie repräsentieren ja mit Klingenreich ganz viele Marken. Aber es ist eben so, dass Cool Steel, was wir jetzt merken, schon deutlich nur den amerikanischen Markt bedient. Hier ins Ausland kommen wenig Neuerungen nur noch. Und es gibt einige sehr, sehr schöne Sachen, die da auf uns zukommen, wie das Lynn Thompson Signature Leatherneck Bowie. Was für ein Name. Geiles Messer, da freut man sich jetzt schon drauf. Also ich freue mich drauf, möchte es unbedingt haben. Also das ist wirklich ein amtliches Outdoor-Messer. Also da bin ich schon ganz scharf drauf. Nur, wann kommt es, weiß man nicht. Eventuell gar nicht hier nach Deutschland. Da muss man das sich irgendwie importieren. Ich bin mal am gucken, was da so geht. Cool Steel. Ja, die großen Messer von Cool Steel. Eine Faszination üben die für mich aus. Ich weiß nicht, schreibt mal in den Kommis, wie das bei euch ist. Ich würde ganz klar sagen, dass diese großen Messer sind wirklich, das ist sowas wie so auch wieder so, da kommt wieder das Kind im Manne hoch, du sitzt da, du nimmst es in die Hand und du freust dich und grinst in dich, also alles grinst in dir und du sagst so, yes, wenn du irgendeine Messermacke hast, irgendeine Affinität zu Messern, dann nimmst du das in der Hand und ich habe das, wie gesagt, in letzter Zeit beobachte ich das oft. Ich habe die Messer ja bei mir und dann kommen Freunde zu Besuch und haben sowas noch nie in der Hand gehabt. Die nehmen das Messer und die strahlen. Ja, die großen Messer. Ich kann mich noch erinnern und wir haben gerade nachgeguckt. Ich habe mein erstes Paramilitary irgendwie in den 90ern, nicht Para, das Military von Spyderco in den 90ern gekauft. Damals war das ein riesengroßes Taschenmesser. Ich habe es heute in der Hand und benutze das wie ein normales Messer. Ich habe gerade von meinem Kumpel Jürgen mein allererstes Military zurückgekauft. Er hatte das über 25 Jahre oder auf jeden Fall weit über 20 Jahre war es in seinem Besitz. Und ich habe mein allererstes Military damals noch mit CPM 420V habe ich zurückgekauft. Dieses Messer war damals, war es mir zu unhandlich und zu groß und habe es dann an Jürgen verkauft gehabt. Heute habe ich es in der Hand und denke, oh, handliches kleines Messer. Wer hat dafür eigentlich gesorgt, dass diese Messer so populär geworden sind, dass so große Messer so populär geworden sind, dass man sagt, alles andere ist wirklich Peanuts dagegen. Ich würde mal sagen, das war Cool Steel. Ich gehe mit euch mal hier rüber zur Hütte. Ich habe hier den Tisch, ich habe hier ein paar Messer mitgebracht und die Faszination große Messer möchte ich hiermit auch eben mit der ganzen Cool Steel Geschichte mal eben mit euch durchsprechen.
Bei mir fing das an, ich habe es gesehen, ich wollte es unbedingt haben und das war das 4 Max. Ich habe damals ein Video gemacht, da oben, da war ich in der Rhön, habe eine Wildsau geschossen und habe die damit aufgebrochen mit diesem. Das waren die ersten Versionen, die wurden es wurden welche in Amerika hergestellt und welche, soweit ich weiß, bei Lion Steel. Das waren die ersten in Amerika und Cold Steel hatte auch merklich Probleme damit, anfangs diese Messer zu produzieren, sind dann dazu übergegangen und haben die dann bei Lion Steel produzieren lassen. Dann wurden sie etwas besser von der Qualität. Aber die alten sind hier, wenn du eins hast, wo der Lock gut steht, weil sie müssen hundertprozentig präzise gefräst sein, die Sitze für den Triad-Lock, damit dieser Lock hält. Dieses Messer ist wirklich das funktioniert wirklich, das flitscht. Das ist ein richtig amtliches Messer und ihr seht, das ist groß. Jeder, der es damals in der Hand hatte, sagte, boah, fuck, was für ein großes Teil. Dann gab es von Cold Steel ja das 4 Max Scout kam danach, weil dieses war mit 500 Euro so teuer, dass das sich nicht gut verkaufte. Dann hat Cold Steel die Zeichen der Zeit erkannt und ich fand das sehr, sehr cool, dass eine Firma sagt, wir machen das mal eben, versuchen das für den allgemeinen Markt zugänglich zu machen. Und dann gab es das 4 Max Scout. Das 4 Max Scout gab es dann von und mit in Taiwan-Fertigung, soweit ich weiß. Und dieses Messer war für einen erschwinglichen Preis zu kaufen. Ein amtliches Messer, ein amtlicher Zachel, liegt sehr, sehr gut in der Hand, hat auch ein bisschen Gewicht. Es ist ein Messer, was du aber noch immer sehr gut in der Jeans oder in der Cargo-Pants vorne tragen kannst, ohne dass es dich stört. Ich hatte dann ja mal das Talwa vorgestellt. Das war dann nochmal wieder eine Nummer größer. Hatte dann aber eine bessere Führigkeit durch diese G10-Beschallung, die sehr flach ist im Vergleich zu diesem. Guckt euch das an, das ist ja schon ein bisschen dicker. Und hiermit konnte man dann mit dem Talwa, ist auch ein richtig geiler Zachel, auf jeden Fall haben diese Messer eine Faszination. Sie sind groß, sie sind wirklich, ja, in gewisser Weise wirklich noch gut nutzbar. Die sind auch wirklich, da kannst du mit Schnitzen, Schnibbeln, Schneiden in der Küche, alles. Das geht richtig gut. Also ich bin eigentlich, muss man sagen, von dieser Idee der großen Messer bin ich schwer begeistert. Letztens habe ich dann das Holdout bekommen, das große 6 Zoll Holdout. Das ist so ein wirklich ein Taschenschwert schon. Guckt euch das an hier. Das kriegst du kaum hier ins Bild. Das ist schon echt groß. Aber auch hier die G10-Variante, flach und führig wie das Talwa. Die gleichen Griffstärken, alles das Gleiche. Und dadurch sind sie super führig. Die kannst du dir jetzt so ein Holdout, kann man sich super in eine Cargo einstecken. Und ist ein wirklich amtliches Allround-Messer. Du kannst weit nach vorn greifen, du kannst damit schnitzen, du kannst damit alles Mögliche machen und noch mehr. Und mit dem noch mehr wisst ihr, was der Sinn bei Lynn Thompson hinter bestimmten Messern ist. Dass sie eben zur Selbstverteidigung dienen. Damals das 4 Max, das habe ich ziemlich frisch vorgestellt. Hier in Deutschland war ich, glaube ich, der erste Reviewer. Wie soll ich sagen? Diese anderen, die ich euch hier gezeigt habe, das Holdout, auch dieses Talwa, die gibt es schon ganz schön lange. Und darum mache ich jetzt diese Überblende, Überleitung, weil es das Espada schon sehr lange gibt. Und ich hole jetzt mal aus, weil einfach, ich habe extra die anderen, die ja schon groß sind, die amtliche große Messer sind, hier vorweg gezeigt, damit ich das hier machen kann. Guckt euch das mal an. Das ist ein Schwert. Das ist ein amtliches Schwert. Ich habe hier die Espada-Version mit dem Mikata und den Alubolstern, also die Edelversion mit poliertem Alubolstern und hier mit S35 VN-Stahl. Also das ist das teurere Modell. Und das ist absolut heftig. Jeder, der dieses Messer bei mir aufklappt, guckt mich an und sagt, Alter, ist das geil. Und jeder, haben.
Haben hat hier einen Nachteil. Dieses Messer kostet über 600 Euro. Es ist so teuer, dass es echt die Sache eingrenzt. Das ist, wie gesagt, die Espada-Version in der Edel-Version mit diesen Mikata-Griffen. Es ist alles ein bisschen dicker. Ich finde auch, liegt super geil in der Hand. Jetzt kommt's. Die Griff-Varianten. Normaler Griff. Ihr könnt hier ein bisschen vorschoken, könnt hier ein bisschen mitarbeiten. Ihr könnt einen nach hinten greifen. Ihr könnt noch einen nach hinten greifen. Und jetzt kommen wir auf den Punkt dieser Messer. Wer jetzt sagt, wozu braucht man das? Die sind einzig und allein, war das Thema von Lynn Thompson, solche Messer. Er ist ein Typ, der viel aus im Kampfbereich sich verdingt und hat daher in diesen Messern definitiv die Selbstverteidigung gesehen. Sein Spruch war bei dieser Griffvariante und diesem Messer more reach, mehr Reichweite. Dadurch, wenn ich hier durch anpacke, habe ich hier fast gute 40 cm mehr Reichweite, um irgendwie mich aus dem Gefahrenbereich zu begeben oder von meinem Gegner weiter wegzukommen. Das ist einer der Hintergründe für diese Messer. Das sind spanisch angehauchte Modelle Navajas. Die Spanier hatten ja diese alten Navajas, die gab es ja auch in riesengroßen Formen und da hat er sich dran orientiert, hat das Ganze hier mit dem bombensicheren Triadlocks verbunden, der wirklich stabil ist und hält. Und auch mal braucht man keine Angst haben beim Slash, dass ein das Ding hier auf die Hand klappt, weil wenn das auf die Hand klappen würde, dann sind die Finger ab, weil das Ding ist einfach riesengroß. Aber hier seht ihr schon, man braucht hier richtig Kraft, um das Ding dann auch zu schließen. Jetzt zeige ich euch mal für den, der das gerne hätte, die Low-Budget-Variante. Und Low-Budget heißt nicht billig in der Form, sondern sie ist absolut wertig, kostet aber mit um 300 Euro viel weniger und ist damit dann auch bezahlbarer. Sie hat einen AUS-10-Stahl, also einen abgespeckteren Stahl, der irgendwie auf N96 Niveau ist, in der Höhe soll er sein, hat dann wieder wie beim Telwa oder dem Holdout, hat es wieder die G10 Griffbeschalung und Triadlock wieder und ist dadurch, und ihr werdet es kaum glauben, dieses Messer ist in der Hosentasche führbar. Ihr habt hier vorne diesen Öffnungsmechanismus. Das heißt, diesen Waver von, ich glaube, von Amazon kommt der, Amazon Wave, der hakt in die Hosentasche ein, wenn beim Ziehen hakst du damit in den Jeanstaschenrand ein und ziehst das Messer am Griff raus und dann ist es offen. Eindeutig ein Messer, was sehr ernst genommen werden will und wir haben hier wirklich ein Prügel. Das ist ein riesen Messer. Zusammen mit diesem hier und es sind... Man muss es natürlich auch... Es ist nicht so einfach zu bedienen als Einhandmesser, aber das sind schon große, extrem große Messer mit 19 cm Klingenlänge. Das ist irre. Das ist absolut irre und das macht wahnsinnig Spaß, damit rumzufummeln. Ich kann euch das nur sagen. Es ist super gut tragbar. Du kannst das hier in die Cargo Pants in die Seite stecken. Einfach so. Oder hier vorne in die vordere Tasche. Und kannst das hier einfach, wenn du es hier nach hinten rausziehst, öffnen. Und kannst damit richtig in einem Schwung das Messer rausholen. Ich habe es jetzt auf links geschraubt. Ihr könnt bei der Budget-Version von rechts auf links schrauben. Lynn Thompson trägt es hier. Also er hat das immer im Bund neben dem Sack und dadurch und zieht das dann so raus und zack. Und ihr seht, was man da für eine Reichweite mit diesem Messer hat, wenn man damit hantiert.
hier in Deutschland hat das wenig. Das hat man als Sammler, sieht man das. Ich sehe das so, haben ist besser als brauchen und ich hab's. Aber wir sind ganz ehrlich, diese Messer sind theoretisch nicht tragbar. Ihr könnt sie tragen, wenn ihr euch im Wald geht oder irgendwas machen wollt oder so. Auch als Jäger zum Abfangen kann man das Ding dabei haben. Wenn man nicht so ein Gürtelmesser dabei haben will, ist natürlich eine coole Sache. Die Dinger sind auf jeden Fall nicht, logischerweise, wenn ihr damit in der Innenstadt am Bahnhof abgefangen werdet von den Streifenhörnchen, dann habt ihr irgendwie doch Mecker, kriegt ihr da. Das ist nicht zu erklären, dass ihr das als Brotzeitmesser nutzt und damit euren Apfel schälen wollt, deswegen ihr das als Legitimation dabei haben könntet. Ja, so ist das. Ich bin fasziniert von den Teilen. Das ist einfach nur Macht. Das ist einfach BAM. Und das ist so groß, so irre, dass jedes andere Taschenmesser kommt einem dagegen wie Spielkram vor. Ne? Die Dinger sind wirklich heftig, heftig groß. Und hier natürlich, je nachdem wer es mag, das Espada XL in der Luxusvariante. Also auch ein sehr schönes Messer. Wunderbar. Ich bin ehrlich gesagt diesem Charme verfallen, dieser Messer. Wie geht es euch da? Schreibt mal rein in den Kommis. Es ist einfach für mich, bah, fuck, sind die geil. Ich gucke das an und denke so, ich kriege das Strahlen und die erhellen meinen Tag, wenn ich die mal eins so aus der Kiste nehme und dann so, bah, ist das cool. Und jeder, wirklich jeder, der es in der Hand hat, guckt das an und dann erstmal boah und dann so klack auf und strahl und dann fuck, ist das cool, ist das cool. Ne? Also so geht's mir dabei. Wie geht es euch bei diesen Messern? Habt ihr da auch mal drüber nachgedacht, euch so eins zu kaufen? Weil ich bin, boah, ja, ich bin da schwer fasziniert von. Die Schneideigenschaften und so weiter sind echt, das Ding ist ja nutzbar. Das kannst du wirklich, diese ganzen Teile von Lynn Thompson sind ja nutzbar. Das ist ja nicht, dass das jetzt überhaupt nicht tragbar ist. Ganz im Gegenteil. Das hat einen richtig geilen Griff. Das liegt super in der Hand. Da kannst du richtig was mitmachen. Und das macht das ja noch viel charmanter, das Ding. Das ist ja richtig, wirklich heftig. Wer jetzt glaubt, diese Messer haben einen Badge dabei, an dem eben müsst ihr mal auf Stopp, eben auf Pause machen, dann könnt ihr euch das durchlesen. Und da steht eben drauf, dass diese Messer in der Form nicht dazu gedacht sind, zum Hacken, Hebeln oder sonst was. Das sind Schneidemesser, die im eventuellen Extremfall dazu zwar dienen können, aber im Allgemeinen unterliegen die denen, haben die keinerlei Garantie für Hebelgeschichten, wenn da irgendwas kaputt bricht, aufgrund von Hebeleien oder Hackgeschichten. Wobei natürlich diese Sache dazu verleiten lässt, zu hacken. Und auch der Lock ist sehr stabil. Und ich habe auch schon Videos gesehen, wo die Leute damit massiv rumgehackt haben. Also, und selbst Lynn Thompson geht selber bei und hackt damit ein Schwein durch. Eine Schweinehälfte. Das ist in dem Video, das kann ich hier in Deutschland nicht zeigen, weil es einfach nicht mehr sozialkonform ist, weil sonst der geneigte Grünstädter in Schockstarre verfällt. Ja, ich sehe in diesen Messern eine deutliche Bereicherung für den Sammlermarkt. Es ist einfach was Irres, was Cooles. Wer da Spaß dran hat, absolute Empfehlung. Unten ist ein Link drin zu Klingenreich, da könnt ihr die beziehen. Sind einfach coole Teile, sind besonders und das macht Freude. Wenn ihr noch was dazu zu sagen habt, schreibt mal was rein in die Kommis. Ich freue mich drüber, lest das wieder durch. Es gibt auf jeden Fall immer Diskussionsbedarf bei diesen Messern und es ist einfach cool. So ein Messer ist cool, hat was und absolut der Hammer. Ich bin geflasht, gehypt und irre. Fuck, das geht. Ich mache noch ein Close-Up hinten dran für euch
Und dann wünsche ich euch noch eine schöne Woche und lasst euch nicht ausdörren. Bis denn. Tschüss. This night requires songs on earth. Three words, a quiet afternoon. Four hands asleep side by side. This night requires songs on earth.